Hattet ihr jetzt auch irgendwie das Gefühl, dass ihr gleich vor einer riesigen Steinkugel weglaufen musstet? Ich würde sagen, dass wir wohl, ja, dass wir einen Sprung ins Wasser wagen müssen. Will ich denn untertauchen? Außenposten, Statusbericht. Oh. Operation Einsamer Wolf läuft, Trucks unterwegs. Oha. Auf einmal so hektisch. Dr. Dominguez ist hier in Peru. Ist das Grund genug für dich? Ja, Commander, tut mir leid, Sir. Ah, das ist natürlich sehr gut. Aber, eine Wasserpflanze pflücken. Sind aber jetzt nicht noch mehr hier drin. Okay. Ich dachte schon. Na gut. Dann versuchen wir jetzt erstmal weiterzukommen. Ich hoffe, dass wir jetzt hier rausklettern können. Ist hier irgendwo eine Öffnung? Ah, da ist aber eine Pflanze, Moment. Okay. So, okay. Komm jetzt da raus wahrscheinlich. Oder auch nicht. Das ist alles zugeblättert. Oh, Moment, kann sie. Ah, sehr schön. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Wir sollen unter Wasser suchen. Wir sollen überall vorbeikommen. Offensichtlich haben wir die ganze Zeit was übersehen. Okay. Wollen wir uns dann jetzt eine Tauchausrüstung oder so? Besser. Einige Unterwasserdrohnen. Oh oh, Unterwasserdrohnen, das hört sich nicht gut an. Zentrale Gedockstation. Operation Einsamer Wolf läuft. Drohnen. Ich hab ihn gleich. Ups. Irgendwas stimmt nicht. Alles sicher. Positiv. Keine Ahnung. Wir konnten sie nicht erreichen. Was? Das war vor einer Stunde. Was zum Teufel soll die Scheiße? Ich weiß nicht. Weißt du warum? Weil wir sie nicht erreichen konnten. Genau, das hatte ich eigentlich vor. Der Commander kriegt das alles wieder hin. Wehe, du bist in ein paar Minuten nicht zurück. Irgendwas stimmt hier nicht. Nein, stimmt doch gar nicht. Ich muss alles absuchen. Ja, such mal schön hier vorne, aber mit dem Rücken zu mir. Scheiße, Mann am Boden! Thank you.
Feuer einstellen! Position überprüfen! Scheiße! Ich muss sie finden! Okay. Zwei sind noch übrig. Wenn ich dich suchen muss, werde ich nur noch wütender. Ja, ja. Komm, geh nach vorne, los. Okay, verstehe. Du ziehst den Schwanz ein, wenn es schmutzig wird. Junge, mach hinne. Ich will dich killen. Ich wusste, du hast diese Scheiße nicht drauf. So kann ich, oder? Na? War gerade Y, aber sie kriegt es nicht, obwohl ich die ganze Zeit drauf drücke. Ah, jetzt. Prüft eure Waffen und dann findet sie. Komm raus! Bringen wir es zu Ende! Ja, komm du lieber raus. Jetzt geht auf die andere Seite. Okay. Jetzt kann ich nur hoffen, dass das mit den Drohnen noch nicht aktiv ist. Das ist aber nichts, was ich nehmen kann, oder? Okay, dass jetzt in Deckung geht, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Das bedeutet ja normalerweise, dass hier noch irgendwo was kommt. Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Hey, Jonah, ich... Was ist hier passiert? Ich dachte, nichts kaputt machen. Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. So, wollen wir noch mal eben schauen? Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Das werden wir auch, Schätzchen. Das werden wir auch. Wir schauen uns jetzt nur erstmal nochmal an, was wir hier noch machen können. Bedecken sich mit Schlamm. Achso, das habe ich schon erhalten. Okay. Reduziert erlitten, also das war das. Haben wir denn überhaupt irgendwas Neues dazu bekommen? Erledigen Sie nach lautlos Ausschalten einen zweiten Feind. Achso, das war das mit der Kette. Überreste Outfits benötigen weniger Ressourcen, um ihre früheren Pracht wiederherzustellen. Das heißt jetzt was? Sie können schneller schwimmen, hatte ich doch gemacht.
Ja, kein Wunder, dass ich... Ja, super. Ich weiß aber hundertprozentig, dass ich das angeklickt hatte. Dann machen wir mal die beiden. Was ist das? Stellen Sie Lockpfeile her. Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Giftwolke aus. Okay. Stellen Sie Lockfallen aus. Okay. Gut, dann schauen wir jetzt auch nochmal schnell... Ach so, Schnellreise. 8 Ziele verfügbar. Ach, man kann von Basislager zu Basislager... Ja, das ist ja geil. Dann hat man zwar immer noch eine ganze Strecke, wo man dann rumlaufen muss. Aber das ist krass. Das ist cool. Ich hatte es gehofft, aber ich bin ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen. Oh, sehr schön. 5 Upgrades verfügbar. Für die Waffe. Könnte ich jetzt theoretisch machen. Wir haben hier das Sturmgewehr. Und das Sturmgewehr macht mir Schaden. Das habe ich erhalten. Achso, das kann ich dann direkt nehmen. Okay. Ja, dann. 5 Upgrades verfügbar. Was sind denn die Upgrades? Ach, die muss ich alle einzeln machen. Upgrade, polierter Lauf. Brauche ich dann. So, dafür, warum auch immer, dafür brauche ich dann 3 Felle. Ich meine, cool aussehen tun sie dann ja nicht mehr, ne? Aber Nachladetempo, das wäre auf jeden Fall mal wichtig. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ein größeres Magazin erlaubt mehr Schüsse, bis nachgeladen werden muss. Das mache ich auf jeden Fall auch. Ein beträchtlich größeres Magazin. Okay, dann machen wir das doch. Erhöhte Auslöserempfindlichkeit ermöglicht eine höhere Feuerrate. Ja, es ist eine Pistole. Eigentlich soll die keine höhere Feuerrate haben. Auf der anderen Seite, ne? Gleicht den Rückstoß besser aus. Naja, gut, das ist jetzt nicht so dramatisch. Reduziert die Schussablenkung und erhöht somit den Schaden. Das müssen wir auf jeden Fall machen. So, dann können wir ja, dann haben wir noch genug, dann machen wir das auch noch. Da kann ich aber nichts auswählen sonst. Moment. Das können wir auch noch machen. Jetzt haben wir ja alles freigeschaltet. Reduziert, verbessert die Schussfrequenz. Das können wir gerade noch so machen. Sehr gut. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Ist aber auch nicht unbedingt schade drum. So, das heißt, die ist grundprinzipiell wesentlich besser. Das heißt, die rüsten wir auf, auch wenn die absolut scheiße aussieht. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Klamottenmäßig ist nichts dazu gekommen, nehme ich mal an. Da dürfte auch nichts dazu gekommen sein. Gut. Ich wollte die aber auch gar nicht. Ich wollte weiterhin meine normale. Okay, ja. Was ist das? Harthaus für geräuschlose Pfeile, okay. Habe ich da gerade links nicht noch irgendwas gesehen? Na gut. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ach so, okay. Da war ich. Warum riegeln wir eigentlich alles ab? Weil Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Okay, also ich vermute mal, dass die irgendwo hinter der Abdeckung jetzt sind. Ich hoffe es. Weil ich nämlich erstmal die Sachen hier einsammeln möchte. Yeah, jetzt ist es so richtig Rambo-mäßig. So, jetzt ist die Frage. Da hinten ist, glaube ich, ein Loch. Moment, kann man da noch was nehmen? Kann man gerade was bewegen? Nee. Harveny,
Revier hilft Commander Rogue. Oh, oh. Ist die Abriegelung erfolgt? Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind fertig. Fast ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Darf ich fragen, Sir, was los ist? Aufklärungsteam ist unterwegs. Rogue out. Wie viele hat's dort erwischt? War hier nicht noch ein dritter? Scheißort. Ach so, automatisches Plündern habe ich ja aktiv jetzt. Ja, du stimmt. Kannst doch jetzt nicht abhauen, verdammt! Na genau, komm, komm. Ich gehe der Sache nach. Komm schön zu mir. Los. Stellt komm. Alles auf den Kopf. Gründlich. Oh, da ist die zweite, glaube ich. Verdammt, sie macht Jagd auf uns! Verstanden. Ist vermerkt. Bleibt in der Nähe. Meldet euch, wenn ihr was seht. Suche Leute. Feind in sich. Ich weiß. Oh, scheiße. So habe ich jetzt nicht meine Pistole. Da ist sie. Oh. Muss ich denn doch plündern, oder wie? Wieso habe ich diese scheiß Pistole, also das, den Dings, die MP nicht drin gehabt? Wieso habe ich jetzt gerade die Bogen drin, den Bogen drin gehabt? Das ist doch sowas von bescheuert. Ist jetzt noch irgendwo einer? Muss ich überhaupt hin? Aktuelles Einsatzziel, Schritt rechts, okay. Ich finde es so ein bisschen blöd, dass man nicht schleichen kann. Also nicht gewollt schleichen kann, sage ich mal. Ist da keiner mehr? Nee. Rechts von mir? Nein, ich wollte da eigentlich rumlaufen. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schieflaufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat. 4 Leute mindestens, okay. Grabraub. Nana würde sagen, wir haben es verdient. Kommt aber auch nicht hier hin, oder? Ich hasse diesen Ort. Die reinste Geisterstadt. Oh, das ist geil. Obwohl man hier jemanden erschießt, merken die anderen nichts davon. Das ist cool. Ein Einsturz, zu tief runtergegangen. Das es gibt viele Gründe, so warum ein Kontakt abreißt. Was ist da unten passiert? Wir sichern den Ort. Offensichtlich glaubt jemand an einen Angriff. Durch was? Da unten ist nichts. Sicher? Wir haben etwas gesucht. Vielleicht haben die es gefunden. Dann dreh dich wieder um. Was anderes. Los, dreh dich um. So ist brav. Wir erleiden Verluste! Mann am Boden! Verstanden. Wir finden raus, wer das war. Ach, der hat ein Messer, okay. Ich muss rausfinden, was hier los ist. Gut. Wir erleiden Verluste! Verdammte Bastarde! Sammeln! Bereit machen für Angriff! Okay, bringen wir es hinter uns. Feind in Sicht! Ja, genau.
ist er. Da. Ah, mehr hast du nicht drauf! Doch, wie du siehst schon. So, hier scheint jetzt keiner mehr zu sein. Das heißt, ich kann mich hier mal umschauen. Ah, das ist gut. Ach, ich hätte bestimmt auch mit irgendwelchen explosiven Pfeilen hier drauf schießen können, nehme ich mal an. Jonah, Commander Rogue ist hier in Peru. Er hat Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuriegeln. Willst du es überprüfen? Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Rogue war dabei, als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. So, nee, links von uns müssen wir hin. Können wir hier hoch? Nee. Wir hier vielleicht? Die Frage ist jetzt, obwohl... Aktuelles Einsatzziel ist rechts von mir. Muss ich da hinten dann irgendwo hin? Wieder zu den Typen? Wieso zu den Typen? Nee. Ach, zur Tür. Ja, okay. Ist das ein Aufzug? Ah, verstehe, okay. Ist da denn niemand? Oh, sieht sehr blutig aus.